Wieder beruhigt und mit voller Kraft starten wir heute in das neue Level durch den Vulkan. Ich habe gestern oder vorgestern nach dem Part nochmal das goldene Abzeichen, hier oben seht ihr das, von dem Biergarten nachgeholt. Und ja, das heißt, wir können jetzt in das neue Level starten durch den Vulkan. Hört sich schon mal sehr interessant, aber auch sehr gefährlich an. Achso, jetzt bin ich mit unserer Olympia hier, oder wie sie hieß, Sibylla? Ne, weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß. Ah, wieder so ein Level. Ich wollte gerade sagen, das ist doch bestimmt nicht umsonst, das... Fuck. Boah, wie unnötig. Ich weiß nicht, ob das jetzt dumm war von mir, aber ich möchte diese Loomster haben. Lol, warum ging das jetzt nicht? Wartet mal, das will ich jetzt nochmal... Hä? Gerade ging das doch auch so gut. Ah, weil ich nicht auf Sprung gedrückt habe. Okay, alles klar. So, die Looms schnappen wir uns hier auch nochmal. Und jetzt bekommen wir hier wieder unser Geschoss. Sehr schön. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Aha. Da kommen wir direkt wieder zu einem kleinen Ding, der jetzt wieder zu diesem bösen kleinen Ding, der unsere kleinen Dinge klaut und abhaut vor uns. Ja, kann ich mein Headset noch ein bisschen lauter machen? Ja, ein bisschen geht das. So, perfekt. Ah, und wir bekommen unseren Helfer wieder. Sehr schön. Dann gucken wir mal, dass er uns hier hilft, die Feuerbälle von uns fernzuhalten. Okay. Das Herz da oben brauchen wir nicht. Das halten wir erstmal fest. Aber das lassen wir jetzt mal stehen, obwohl es... Ja, gibt ja eh keinen zurück, so wie es aussieht. Und oh ja, das ist jetzt eine Passage. Hä? Wie soll ich denn da oben an den kleinen Ding kommen? Ah, man kann nach oben schießen. Stimmt. Fuck. Schon wieder vergessen. Lol, was? Ich stand doch... Okay, wir lassen uns davon nicht die Laune vermiesen. Kann halt passieren. Kann passieren. Ist alles nicht so schlimm. Und hier war ich einfach nur so doof. Klar habe ich nicht... Man kann nämlich mit unseren Geschossen, können wir nämlich genau so nach oben schießen. Gott. Brauchen wir das Herz, brauchen wir oben immer noch nicht, egal. Oh, das gibt Looms. Oder haben die jetzt nur die Gegner Looms gegeben oder hat das Herz jetzt Looms gegeben? Ja, krass. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Okay, da müssen wir... Ah! Da habe ich zu spät gesehen, dass der Helfer uns die Plattform zu uns hier schieben muss. Okay. Das habe ich zu spät gesehen. Da muss ich dann jetzt gleich... drauf achten. So, dann die Plattform bitte. Jawohl. Jetzt müssen wir wieder nach oben schießen und ich weiß nicht, warum die dann manchmal aufhört zu flattern, obwohl ich auf A gedrückt halte, ne? Verstehe es nicht. Und das ist jetzt schon wieder schlecht, Philo, bitte. So. Immer während der Aufnahme kommt dann, ne? Lege ich mich auf der Couch und haut der immer ab. Beginne ich hier Aufnahmen oder Streams, kommt er und nervt. Oder will irgendwas machen oder was weiß ich was. Oh. So, aber schön ruhig. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir haben hier keinen Zeitdruck. Wir müssen einfach nur ganz entspannt die Lücke da. Okay. Ne, da kommen wir nicht lang. Ne? Ich habe mir gedacht, eigentlich die Lücke, die ist ja bestimmt nicht umsonst da. Aber anscheinend doch, da oben gab es nichts mehr. So, der Aufwind hört auf. Ja, da mussten wir einfach nur das Timing beherrschen, damit uns unser Helfer die Plattform so rüber schiebt, dass wir von den Feuerbällen nicht getroffen werden. Okay, jetzt kommen wir wieder. Ah, okay, nein. Wir müssen die Plattform... Oh, wow, wow, wow! Okay. Ja, ja, ja. Und jetzt müssen wir weiter. Ja, oh, gar nicht so einfach. Aber ich habe es noch rechtzeitig... gemerkt, was er hier von mir wollte. Sehr schön. Ja. Das hier ist ja nicht umsonst. Das war sehr, sehr offensichtlich. Das ist der erste Bonusraum. Perfekt. Halte LMB, damit er das Rad dreht. Okay. Ah, okay, verstehe. Hier müssen wir uns so vor den Feuerbällen schützen, ne? Genau. Jetzt kommt es einmal noch von... Oh, wann rutscht sie? So rutscht sie immer noch nicht. Okay, perfekt.
Dann sollten wir so eigentlich sicher sein, obwohl das trotzdem da ziemlich knapp war. Dann beeilen wir uns hier einmal. Jo, und das war's schon mit dem Bonusraum. Okay. Das war ja einfach. Aber ich denke mal wieder, das sollte so ein Bonusraum gewesen sein. So, hier, schau mal, was wir alles an neue Ideen hier reingepackt haben. Aber seid ihr gewiss, es bleibt nicht so einfach. So kann ich mir das vorstellen. Oh, warum... ist er nochmal gesprungen. Unnötiger Treffer. Oh, was? Nö, da gibt's aber trotzdem nichts. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Immer dran denken, dass wir hier keinen Zeitdruck haben. Ich bin so von den ganzen Heimgesucht-Leveln schon deprimiert, ey, dass ich überall immer denke, ja, beeilen, 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 obwohl das ja eigentlich gar nicht stimmt, ne? So, aber nicht so schlimm. Wir machen die ganzen Gegner hier in Ruhe kaputt für unsere Lumenpunkte. Achten darauf, ob unser Helfer uns noch auf die Schnelle weiterhelfen muss. Muss er im Moment noch nicht. Sehr schön. So, jetzt bleiben wir hier in der Mitte stehen. Genau, sagen ihm, halt uns die Feuerbälle vom Hals. Und, ah, jetzt kommt wieder sowas. Okay. Boah, das war ziemlich knapp. Perfekt, aber hat uns nicht getroffen. Kommen wir da oben gegen die Wand und können zurückspringen? Nee, kommen wir nicht. Da, ah, oh Mann, zeigen sie uns jetzt schon wieder so den zweiten Bonusraum? Ja, tatsächlich. Okay, das waren... Ich will mich ja gar nicht beschweren, ne? Versteht mich nicht falsch. Finde ich ja nicht schlimm, dass die Bonusräume so offensichtlich hier sind, ne? Aber, oh, merkwürdig ist es dennoch. Nein, wir... Oh, ich hatte kein Herz mehr. Upsi. Ich hätte jetzt mit aller Macht versucht, mich nicht von dem Feuerball treffen zu lassen, damit wir die Looms für die Münze behalten. Na komm. So, jetzt warten wir kurz ab, bis die Looms von den Münzen uns gehören. Ja, so, perfekt. So, lassen wir ihn einmal schießen. Patsch, patsch, patsch. Und befreien den kleinen Ding von dem zweiten Bonusraum, aber... Zweiter Bonusraum und wir haben erst... drei normale Kleinlinge gefunden. Und wir haben schon 445 Loom-Punkte. Oh. Ich hoffe mal, dass wir nichts verpasst haben. Das werden wir dann merken, wenn wir den... Oh. Wenn wir den... Oh, hier sind wir wieder unter Zeitdruck. Hier sind wir wieder unter Zeitdruck. Aber auch nicht so brutal. Da haben wir schon Schlimmeres überstanden. Da kommt schon, haben wir schon Schlimmeres überstanden. Das kriegen wir hin. Aber wo sind hier die Kleinlinge? Ich halte schon die ganze Zeit die Augen offen. Da ist einer. Welcher ist das? Okay, wir haben keine Kleinlinge bis jetzt verpasst. Sehr schön. So, einmal kurz abwarten. Und da ist ein Herz. Aber jetzt sehe ich gerade, haben wir auch schon wieder ein Herz bei uns sowieso dabei. So. Ja. Nein! Jetzt hat uns die Lava doch auf einmal getroffen. Was? Sonst hat sie uns vorher nie getroffen, ne? Oh, wir müssen von weiter oben. So. Aber wir dürften ja eigentlich nicht sterben jetzt so. Genau so. Und dann wieder die Plattform zurück. Perfekt. Münze gehört uns. Sehr schön. Da unten den kleinen Ding habe ich gesehen. Ja. Okay. Der war auch easy peasy. Und dann, was fehlt uns noch? Die 600 Lumenpunkte haben wir schon. Ja gut, der eine Kleinling, den zähle ich jetzt mal nicht mit. Den hat ja dieser böse Kleinling da entführt. Und da oben ist der letzte. Ja, dann sollten wir auch alle Kleinlinge fertig haben. Da ist noch eine... Oh, was? Okay, ist nicht schlimm, wir brauchen die Münze sowieso nicht. Ich lasse sie jetzt einfach mal da. Wir haben die 600 Lumenpunkte schon fertig. Und jetzt sollten wir ihn eigentlich eingeholt haben. Ja, sehr schön. Hm.
Sehr schön, schönes Level. Mit manchen, ja, schon schwierigen Stellen, aber insgesamt sehr, sehr fair. Und auch die Loom-Bow, wir haben 705 Loom-Punkte gesammelt. Ich glaube, so viele hatten wir noch nie in einem Level, ne? Echt nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das hat unsere Sibylla. Ist das die Sibylla? Ich weiß es jetzt nicht. Jetzt gucken wir nochmal, wie sie hieß. Also die hat ihre Sache jetzt hier echt gut gemacht. Oh nein, ein heimgesucht Level mit der Schwierigkeit. Boah, 5 Totenköpfe. Ja, Sibylla ist das. 5 Totenköpfe. Oh way, ey. Ich bin aber jetzt am Überlegen, ob wir das Geheim... Erstmal neues Kuscheltier. Ich war heute noch gar nicht in der Galerie, stimmt. Nochmal ganzen Extra-Loom-Punkte abholen. Ich wäre eigentlich dafür, wenn wir jetzt nochmal ein normales Level hier fertig machen. Und weil danach höchstwahrscheinlich nochmal irgendwo ein Heimgesucht-Level auftauchen wird. Dass wir dann die Heimgesucht-Level im nächsten Part alle unterbringen. Ja, ich glaube, das machen wir so. Vielleicht, wenn das nächste Level auch nicht allzu schwer ist, vielleicht kriegen wir dann das Heimgesucht-Level ja auch noch rein. Aber 115.000 Punkte bekommen wir einen neuen Helden, ne? Dann müssen wir uns auch merken. Aber die Sibylla hat bis jetzt ihre Sache ganz gut gemacht. Und ja, hier ist auch Fiesta Los de Muertos. Ist auch ein Heimgesucht-Level geschehen. Okay. Das heißt, machen wir die beiden Heimgesucht-Level jetzt? Nee, ich mach mal ein Part komplett ohne Heimgesucht-Level. Die machen wir mal später. Jetzt kommen wir, welche hatte durch den Vulkan, hatte Schwierigkeit 4. Das ist jetzt ein Level mit Schwierigkeitsstufe 5. Im Dutzend gefährlicher. Gehen wir mal da rein und schauen uns mal an, was denn so im Dutzend gefährlicher bedeutet. Okay, wir sind wieder in dieser Vulkanlandschaft hier. Halten schön die Ohren offen und passen auf, dass uns die Biester hier nicht erwischen, aber okay. Ah doch, da haben noch welche von überlebt, okay. Ach, ist... Oh, was? Okay, wie? Scheiße. Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Ach so. Wir sollen die hier kaputt machen. Na, du sollst die kaputt... Achso, wir können ja halten und dann... Piu! Und dann schnell an die Kette. Und dann können wir hier lang, ne? Ja, genau. So. Dann kommt schön alle. Ja, perfekt. Gar nicht so... Gar nicht so leicht, ne? Und hier oben gibt es doch auch was versteckt, ne? Ja, aber nur eine Münze. Okay. Was gab's jetzt hier unten? Okay, gar nichts. Da können wir wohl... Oh, aber die Plattform verschwinden. Da müssen wir uns beeilen. Okay. Oh, was? Ah, da oben ist hier der erste Bonusraum. Jetzt habe ich auch gesehen, wir müssen auf die Plattform hier landen. So, stopp. Und dann hier oben. Ja. Sehr schön. Erster Bonusraum haben wir. Und oh nein, alles auf dem Kopf. Ernsthaft. Oh was? Auch noch? Ja, sicher. Das wusste ich doch jetzt nicht, dass wir da unter Zeitdruck stehen. Dass wir uns da beeilen müssen. Alter. Oh. Ah, jetzt waren wir... Lall, ey. Waren wir kurz nicht mehr auf dem Kopf und dann doch wieder. Okay, Alter. Das wird krass. Das wird krass. So. Einmal kurz konzentrieren. Ah, ja, woher soll ich denn wissen, dass wir dann da auf einmal nicht mehr laufen dürfen? Soll ich von den Ketten abspringen muss? Ah, ey, woher... Ich kann das nicht riechen. Ob wir ein Level... Ich weiß nicht. Kann man halt... eigentlich nicht auf Anhieb schaffen, weil man es einfach nicht weiß, ne? Hä?
Ah lol, okay, ich hab schon verstanden. Jetzt wieder schnell zurück und den Kleinling schnappen. Ja, so, hä, wie soll man denn jetzt da vorbeikommen? Aber da habe ich dann doch relativ schnell verstanden, was das Spiel da von mir wollte. Ja, sehr schön. Dann lassen wir uns mal hier runterfallen. Oh, und lassen uns auch noch treffen. Das war unnötig. So. Oh. Nicht schlimm. Ah, schnapp dir. Jawohl. Ah, den kennen wir doch auch schon aus dem Wirrgarten, ne? Patsch. So, eine Stampfattacke und der Kerl ist erledigt. Okay. Hier gibt's aber nichts mehr. Spawnen die Viecher überhaupt nach, sobald das Licht da aufhört? Ich glaube nicht, ne? Oh, da bin ich. Ja, sehe ich einen. Habe ich zu spät auf Springen gedrückt. Okay. Oh. Ich hoffe nicht, dass wir da unten etwas verpasst haben. Wäre ziemlich gemein. Okay, kurz konzentrieren, den kleinen Ding mitnehmen. Okay, ein paar Looms verpasst. Und shit. Da wollte ich eigentlich auf den Gegner da. Wollte ich eigentlich auf den Gegner da drauf springen. Hat nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, okay, gar nicht einfach hier genau im richtigen Timing. Oh. Ah, das ist zu langsam, oder? Naja, wir kommen noch durch, wir kommen noch durch. Da ist ein Kleinling. Ja, ich habe dich schon gesehen. So, und weiter geht's. Haben wir irgendwas verpasst? Wir haben bis jetzt nichts verpasst, aber einen Geheimraum vielleicht verpasst. Wir haben einen Geheimraum verpasst, ein Bonuslevel verpasst, oder? Kacke, das war jetzt nicht extra, aber wenn ja, dann wo? Scheiße, zurück kommen wir jetzt eh nicht mehr. So, warten wir mal kurz ab. Gehen hier wieder hoch und jetzt laufe ich einfach mal hier zurück. Ist hier der Bonusraum? Nein. Nein, okay. Vielleicht kommt er ja noch. Oh Gott, ja. Weil ich das auch immer wieder wissen soll, ne? So. Schön. Ja, aber. Oh, was? Die Gegner hätten wir gebraucht zum Draufspringen, damit wir den Kleinling da oben bekommen. Gar nicht so einfach, ne? Wenn sie so sprintet und dann hier auf dem glatten Boden auch noch. So, machen wir es nochmal. Oh Mann! So, ganz ruhig. So, 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 so. Jawohl, jetzt haben wir's. Wo? Ne, hier ist das Ziel, ne? Irgendwo haben wir den Bonusraum übersehen. Verdammt. Und auch viel zu wenig Loom-Punkte. Alter, scheiße. Wir gehen da nochmal rein und versuchen, machen das Level nochmal. Müssen wir aufpassen, dass wir mehr Loom-Punkte sammeln. Wie auch immer. Und uns nach dem zweiten Bonusraum nochmal umschauen. Ich habe so eine Vermutung, wo er sein könnte. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Ja, gehen wir da nochmal rein. Jetzt halten wir mal die Augen offen. So, das ist alles klar hier, ne? Ach, als ob ich... Lol, die... Okay, keine Ahnung, warum sie da gerade nicht gesprungen ist. Ach, die erwischen uns. Mann! Ich wollte abwarten und dachte, die springen in die Lava. Dass ich nochmal überprüfen kann, ob es da in der Ecke was gibt. Aber wir haben ja nichts verpasst, bis auf den zweiten Bonusraum. Von daher alles gut. Ey. So.
Machen wir das Knochengerüst da nochmal kaputt. Das sind aber auch garstige Biester, ne? Meine Güte, ey. So. Bis hierhin war noch alles klar. Ja. Hier war der... Ne, hier war kein Monsterraum, hier war nur eine Münze. So. Dann gehen wir mal weiter. Bis hierhin kann er halt noch nicht gewesen sein, der Bonusraum. Ne? Hier war nämlich der erste. So. Ey. Ey. So. Und ab jetzt dann mal die Augen offen halten. Nach dem zweiten Bonusraum. Wo hat sich denn der zweite Bonusraum da versteckt? Ja, wenn man halt weiß, was hier passiert, ist das halt echt nicht schwer, ne? So, und dann hier einmal anhalten. Ja, wenn man das halt weiß, dann, wann da die Decke wechselt, ne, oder von Kopf über zu wieder ganz normal wechselt, dann ist der Bonusraum halt auch überhaupt kein Problem. So, hier kann auch nichts verpasst sein. Da ist der eine Kleinling, da kann auch nichts sein. Oh, die sollte... Boah, das war... Glück. Da haben wir Glück gehabt. So, gibt es hier irgendwas? Aber hier hatte ich, das hatte ich ja noch überprüft hier, ne? Hier gab es nichts, genau. Ja. So. Kleinling. So. Hier, ne? Hier, ne? Ja, 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 ja. Das war auch meine Vermutung, weil die Raketen sind ja auch, das Feuerwerk ist ja auch nicht umsonst da, ne? Dass wir die Viecher da kaputt machen können. Jo, der war easy. Nice. Sehr schön. Und ja, jetzt haben wir schon so viele Loom-Punkte gesammelt. Das goldene Abzeichen sollte dadurch jetzt eigentlich auch kein Problem mehr sein. Hoffe ich zumindestens. Aber eigentlich sollten wir das goldene Abzeichen jetzt auch haben. Fuck. Obwohl wir das jetzt da verpasst haben. Oh, ich hoffe so sehr, dass wir... Oh, Kleinling. Kleinling nicht vergessen. So. 561. Das reicht wieder nicht, ne? Oder? 586. Ne, das reicht nicht. Oder doch, doch, doch. Jetzt kamen noch ein paar Gegner. Doch, könnte reichen. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Das könnte reichen. Boah, war das jetzt knapp, dass ich wieder... Aber die rutscht hier auch ganz schön auf dem Boden, ne? Fuck, ich springe jetzt schon wieder zu hoch. Kleinling! Boah, das ist gar nicht einfach auf dem Boden hier. Gut gebonert, so wie es... Oh, gut gebonert, so wie es aussieht. Fuck, ey. Gut gebonert, so wie es aussieht. Ja, ja, ja. Perfekt. Und wir haben die 600 Lu-Punkte. Wir müssen nur noch lebens zum Ziel kommen. Oh, perfekt. Ja, sehr schön. 631 Lu-Punkte. Einfach nur, weil wir den zweiten Bonusraum im ersten Anlauf verpasst haben, ne? Geil. Aber freue mich schon wieder, dass wir das jetzt zusammen hier direkt im zweiten Anlauf geschafft haben. Hatte ich aber schon so ein bisschen im Verdacht, dass das da sein müsste. Und jetzt haben wir nicht eigentlich jetzt einen neuen Helden mit den 115.000 Lumenpunkten freigeschaltet. Und wir bekommen einen extra Kleinling. Sehr schön. Achso, wir gehen einmal in die Heldengalerie und gucken mal nach. Ich meine, das waren doch 115.000, oder nicht? Ach nee, 130.000. 130.000, okay. Habe ich mich da vertan. Aber ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Blablabla. Also, dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Heimgesucht-Leveln in
Fiesta de los Muertos, so wie es aussieht, sogar zwei heimgesucht Level, weil da sechs Kleinlinge fehlen. Ja, zwei heimgesucht Level in Fiesta de los Muertos. Und ich versuche auch dann direkt schon, kommt drauf an, wie lange das wieder dauert, die zwei heimgesucht Level, die jetzt hier erschienen sind. Genau, das wäre durch den Vulkan heimgesucht. Und im Dutzend gefährlicher heimgesucht. Oh, guck mal, dann sind es auch nur noch drei Level, dann sind wir mit Olympus Maximus auch schon durch, ne? Geil. Also Leute, lasst ein Like da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal, folgt uns auf Twitch überall, Twitter, wo dann verpasst ihr keine Livestreams, keine Videos mehr. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke und ciao.